Minecraft, Mama's den Dyson. Official Minecraft Convention. So, Plants, Utilities, wo. Ne. Oder? Mann! Mechanismus, Tools, Ores, Weapons, Nether, Armor, Vehicles, Decorations. Bad. Verdammt. Okay. Ich mache nebenbei einfach mal hier weiter, während das jetzt da irgendwie gerade am Rumpimmeln ist. Ich weiß auch nicht, was er da gerade probiert. Vielleicht sollte ich das auch mal irgendwann updaten. Vielleicht sind da noch die neuen Crafting-Rezepte mit bei. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das mache ich jetzt einfach mal, während wir hier noch den Rest einsortieren. Steine. Ein bisschen Erde haben wir noch am Start. Die Dinger hier kann ich wieder hier drüben reintun. Nein, da. Ich glaube, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann haben wir hier noch eine Schaufel. Da haben wir noch eine Spitzhacke. Da haben wir noch Diamantenspitzhacke. Pfeile ist auch immer gut. Und das Schwert, puh, unser eines Schwert hier sieht aber auch schon ganz schön scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf, ne? So, was haben wir hier? Minecraft. Ist das der Explorer? Ich hoffe es doch einfach mal. Wir installieren einfach mal das Update. Mal gucken, vielleicht bringt das ja was. Ich weiß es nicht. So, Zäune packen wir hier mit rein. Haben wir, glaube ich, nicht mehr hier drinnen, ne? Eine Kürbislaterne. Wo tun wir die denn mal rein? Am besten hier hinten. Genau. Da waren sie auch, glaube ich, vorher drin, ne? Das essen wäre vielleicht auch mal ganz gut. Ja. Nein. Lecker Steak. Steak vom Penis. Okay, jetzt haben wir aber das ganze Futter oben gelassen und Weizen haben wir hier, wie ich das sehe, auch nicht mehr am Start. Oder? Golden Nugget, funkelnde Melone. Nee, irgendwie nicht so, ne? Naja gut, dann rennen wir noch mal ganz kurz nach oben und holen uns noch schnell was zu futtern. Sofern denn dort noch was weilt. Weiß ich ja gerade gar nicht. Ach, die Treppe sieht aber nice aus. Also die Bricks sehen auf jeden Fall sehr geil aus. Und da drin ist scheinbar ein Zombie gespawnt. Da unten müssen wir auf jeden Fall auch noch fertig bauen da unten. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Da habe ich mir schon ein bisschen was zurechtgelegt. Genau, Brot. Hier haben wir doch noch genug Brot. Und gebratenes Hühnchen nehmen wir auch noch mit. Man kann ja bekanntlich nie genug Futter am Start haben. Was wollte ich gerade sagen? Genau, da unten müssen wir auf jeden Fall auch noch weiterbauen. Ich habe da schon eine geile Idee, wie wir das auf jeden Fall alles verknüpfen auch können. Gemeinsam. Das werden wir auf jeden Fall tun. Über die nächsten Wochen verteilt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es wird, ne? Sollte ja dann eigentlich ganz nice werden. Ich habe da, wie gesagt, eine geile Idee. Wir könnten nämlich das da unten quasi, unsere Bibliothek und so weiter, können wir dann nämlich quasi mit unserem Haus da oben verknüpfen. Das ist ziemlich krass. Und das werden wir dann auch tun. Und da unten wird dann noch eine kleine... Ach nee, ich sag das jetzt nicht alles. Wenn ich jetzt alles verrate, ist ja langweilig. So. Jetzt ist der Explorer geladen. Jetzt kann ich ja vielleicht gerade mal schauen. Manufactured Blocks. Was haben wir hier? Brick Slab, Brick Stairs. Nee, das ist alles nicht, was ich suche. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Nee. Definitiv nein. Vehicles, Decorations. So, schauen wir hier nochmal gerade. Bett. Ein Book. Ach, mit Leder geht das jetzt, genau. Da ist übrigens auch der Tintensack. Verdammt. Aber wir haben gar kein Leder, ne? This is our problem, denn we have no Leder. Gut, das ist ja schon mal sehr schön. Freut mich. Fuck. Okay. Wie baut man denn sowas? Auch mit Leder. So ein Itemframe baut man auch mit Leder. Das ist ja echt scheiße. Das ist einfach scheiße. Einfach scheiße. Okay, lass mich mal weiter gucken. Hier gibt es ja noch ganz andere tolle Sachen. Wie zum Beispiel ein Flower Pot mit... Ah, okay. Das haben wir genug. Machen wir mal zwei Stück. Und wir gehen mal schnell pennen, bevor draußen die Monster spawnen. Denn wir müssen gegebenenfalls... Oh, das sieht geil aus hier oben. Schön. Wir müssen nämlich gegebenenfalls gleich nochmal losziehen und mal nach einer Kuh suchen. Kühe sind ja hier scheinbar so ein bisschen Mangelware. Hier in dieser Umgebung. Was mich ja doch schon ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Aber naja, gut. So, hier können wir uns nämlich einen formschönen Blumentopf klamüsern. Und den kann man, soweit ich das verstanden habe, auch hier draufstellen. Nein, kann man nicht. Und da auch nicht. Was sind das jetzt? Ne? Wisst ihr, was ich meine?
Na gut, ist ja auch erstmal egal. Haben wir denn noch Blümchen am Start? Du sag mal, haben wir noch Blümchen am Start? Gut, so haben wir genau 2 Stück. Nehmen wir eine rote und eine orangenfarbene. Und platzieren einfach mal eine Blume hier hinten in der Ecke. Die sich formschön dem Interieur fügt. Und zwar auf einem... Ja, ich hätte fast schon gesagt, auf einem Holzklotz, ne? Haben wir denn noch Holz? Jo, Hammer. Nehmen wir mal gerade 2 Stück mit. Einfach so 2 Holzstufen. Voll am Stottern. So, und dann ein formschönes Blümchen darauf. Pam! Soll das so aussehen? Sieht ein bisschen verkehrt aus, aber... Hä, warte mal. Nochmal da hin, machen wir mal die Rose vielleicht. Ja, das sieht dann schon besser aus, glaube ich. Glaube ich, ich weiß es nicht. Na, lassen wir es einfach mal so. Huch. Okay. Jetzt würde ich mal schnell sagen, wir rennen mal schnell los und suchen mal nach einer Kau. Kau, Kau, Kau. Du bist eine blöde Frau. So, hey, da ist ein Skeleton gestorben. Hammer. Hammer, wie du dich bewegst in meinem Outfit. Hammer. Na, 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 na. Na, geh hoch. Okay, wo... Mann, jetzt. Renn! Ich glaube, hier oben bei unserer Tierfarm hatten wir ja noch keine Kuh, ne? Alter, wie viele Eier da? Eine hatten wir da, na, Hammer. Okay, dann schauen wir mal gerade hier unten. Vielleicht weilt ja hier noch irgendwo eine Kuh. Eine Kuh. Nö, ich bin eine Kuh. Ich komme aus Frankreich und ich gebe Froschblut. Da ist eine Kuh. Alter, wie crazy sieht die denn aus? Ich glaube, das war sogar Leder, was die gerade gedroppt hat. Alter, die hat ganz schön viel gedroppt. 2 Leder, 1 Fleisch und Erfahrungskügelchen. Hammer. Okay, da unten will ich jetzt nicht so rein. Da ist wieder Party angesagt. Die sind im Dauerparty. Das ist wie so eine türkische Hochzeit. Die geht einfach gleich mal über mehrere Tage bzw. Wochen hinweg. Was ich ja übrigens ziemlich geil finde, ne? Also muss ich den Türken schon lassen? Was Hochzeitsfeiern angeht, macht denen echt keiner was vor. Das muss man einfach so sagen. Das muss man einfach so sagen. Was man auch einfach so sagen muss, ist, dass wir hier einfach keine Kühe haben. Das finde ich auch sehr geil auf jeden Fall. Da macht uns auch keiner was vor. Bei dem Kuhmangel, den wir hier haben. Was ich ja jetzt nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Wir rennen hier einmal kurz um die Ecke rum. Wir waren hier schon öfters mal. Hühnchen haben wir da. Na, wunderschön. Hammergeil. Hurra, Hühnchen. Schön. Ich freue mich. Aber wenn das echt so weitergeht, muss ich hier echt mal bald mit dem Creative Mode durchbrettern und muss hier mal ein paar Kühe spawnen. Das geht doch so nicht. Das geht doch nicht. Schafe haben wir hier auch en masse, aber keine Kuh. Au! Was ich ja auch ziemlich geil fände bei Minecraft, das wäre natürlich nur als Mod jetzt, sag ich mal, zu verstehen, aber dass es quasi so eine Spawn-Modifikation gibt, mit der man sich eigene Tierkreationen basteln kann. Die würde vielleicht mit dem Dingens-Mod, mit dem Tier-Mod, also mit diesem... Wie heißt er denn jetzt nochmal? Wie heißt denn der nochmal? Ich überlege gerade, aber mir fällt es nicht ein. Irgendwas mit Creatures, ne? Creatures, ich sag einfach mal Creatures-Mod. Der würde natürlich gut mit diesem Creatures-Mod zusammenarbeiten. Ich bringe jetzt einfach mal unsere einzige Kuh hier um und hoffe, dass sie was... Hey! Ja, 3 Leder. Ich glaube, das reicht wenigstens für ein Buch und ein Frame sogar. Ich hoffe... was ich sagen wollte, genau. Das würde ich mir echt mal wünschen. Das wäre doch ganz lustig, dass man sich quasi so wie bei Spore, also bei dem Game von Electronic Arts, eigene Evolutionsstufen und eigene Geschöpfe basteln könnte. Also so einzigartige... Ist das unser Hund? Mensch, Hundi, was machst du denn? Komm mit. Das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig und würde dem Spiel nochmal eine ganz andere Note geben, glaube ich. So, ist der Hund jetzt mitgekommen? Was machst du denn, Kollege? Immer diese Hunde. Da könnte ich echt vor die Hunde gehen. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie das mit dem Buch war. Buch, Item Frame. Gucken wir erstmal am Item Frame. Ich glaube, genau, da braucht man nämlich ein... Ein
Da brauchen wir Holz für und wir haben kein... Doch, wir haben noch Holz. Ich nehme jetzt nochmal das Tropenholz. Komm, scheiß doch drauf. Ist doch egal. Nehmen wir auch das Tropenholz, ist doch wurscht. So, dann schnappen wir uns das mal gerade. Ballern hier mal einmal rundherum. Und da dann ein Leder rein und dann haben wir ein Item Frame. Und das finde ich ganz lustig mit diesem Item Frame. Da würde ich nämlich jetzt mal sagen, wir klatschen jetzt einfach mal dieses Item Frame hier oben hin. Und ballern da mal einen Knochen rein. Ey, das ist so geil. Ich finde das einfach super, ganz ehrlich. Ich finde das zu krass. Und da hier ja quasi das Lager ist, machen wir da so ein Brot einfach mal über die Dingens hier. Das finde ich geil. Also mit diesen Frames finde ich wirklich super. Da hat man das mit den Bildern ein bisschen vereinfacht, sage ich mal. Also man hat es ja nicht direkt vereinfacht, aber man hat halt so ein bisschen... Dass man so ein bisschen seine eigene Note hier reinbringen kann, was ich ja total super finde, ehrlich gesagt. Das ist meine Hähnchenkeule, guck mich nicht so an. So, jetzt noch das zweite, was ich machen wollte, dann haben wir es aber auch endlich und wir können uns auf große Reise in Richtung Höhle begeben. Gott sei Dank gibt es ein iPhone, Alter, sonst wäre ich echt aufgeflogen. Ich müsste mir auch mal so einen zweiten Monitor holen. Aber ich weiß nicht, ob das mein Dings mitmacht. Meine Grafikkarte, die heult ja jetzt schon rum, wenn ich Minecraft aufnehme und den Sound und auch noch Musik im Hintergrund laufen habe. Da fängt ja mein PC jetzt schon an zu heulen. So, haben wir da noch zwei Leder hier? Hallo? Hallo? Das ist doch so. Wieso? Wieso geht denn das jetzt nicht? Hä? Das ist zwei Leder und zwei... It's also possible to turn a book into a book and quill by combining the book with an Inksack. Wieso kann ich jetzt kein Buch hier machen? Was ist denn das jetzt? Hallo? Vielleicht so rum? Wieso geht denn das jetzt nicht? Bin ich jetzt... Blöde, jetzt schnappe ich mir extra schon jeder Dinge und es geht trotzdem nicht. Alter Schwede. Da wirst du doch verrückt. Gut, dann lassen wir das mit dem Buch einfach erstmal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ich packe das mal gerade hier rein. Einfach fürs nächste Mal dann, genau wie hier den Blumentopf und die Blume. Das packen wir auch mal hier gerade rein. Jetzt ist mein Inventar schon fast voller als vorhin. Ist auch wieder geil. Tropenholz nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal eine Ladung mit. Kann man ja auch nie genug haben. Jetzt guck meine Keule nicht so an. Also meine Hähnchenkeule, ne? Nicht falsch verstehen, Freunde. Nicht falsch verstehen. So, was wollte ich jetzt noch gerade machen? Genau, ich wollte hier nochmal den und dann nochmal ein paar Sticks. Und dann nochmal eine Ladung Fackeln. So. Okay. Brot haben wir, den Knochen lassen wir natürlich hier, den brauchen wir nicht. Die Feder auch nicht, das Steak nehmen wir mit. Die Hähnchenkeule nehmen wir mit, die Schere kann man hier lassen, die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier noch zwei Eier, die können wir mal hier durch die Gegend schmeißen. Bäm und bäm. Natürlich keine Huhn gespawnt, ist doch klar. Pfeile brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das Rindfleisch nehme ich einfach mal mit. Man weiß ja nie, was man es noch gebrauchen kann. Kohle brauchen wir aber nicht. Die brauchen wir nicht. Die ist ja absolut sinnlos, die Kohle. Die brauchen wir nicht. Okay. Zwei Schaufeln, noch Spitzhacken haben wir noch, eine Axt haben wir dabei, warum auch immer. Ein Schwert wäre vielleicht noch ganz nice. Ich würde mal sagen, komm, wir basteln uns mal ein Goldschwert. Wir haben noch zwei Diamanten. Na, komm, wir basteln uns ein Diamantschwert. Ist doch egal. Ist doch egal. Wir tun es einfach schnell. Vielleicht sieht's ja niemand. Nein. Diamond Sword. Dann kannst du weg. Komm. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir jetzt wieder ein Diamantschwert. Das gehen wir jetzt noch schnell enchant mit Level 30. Aber nur mit Schwert in der Hand. Ja. Nur mit Schwert in der Hand. Wie sieht eigentlich die Rüstung aus? Uiuiui. Okay. Noch zwei Dinge auf der Agenda, bevor wir gleich in die Höhle gehen. Schwert enchanten und... Hier quietscht es. Was quietschen hier? Ach, Fledermäuse. Genau. Und eine Spinne. Wo auch immer du hergekommen bist. Elendes kleines Spinnenviech. So, da unten ist zum Glück nichts. Ich weiß auch nicht, warum es hier so dunkel ist. Warum hier immer noch Monster spawnen. Das will man ja nicht so ganz in die Koppe rein. Da ist auch nichts.
Der Zombie ist dann scheinbar doch hinter der Wand, wenn wir Glück haben. Genau wie die Fledermaus auch. Ne, hier ist ja nix. Das ist okay. Na gut. Dann mal rein. Alter, ich hab Paras. Dann mal rein hier und dann... Was haben wir? 28, 28, 28. Gibt's auch noch was anderes außer 28? Hallo? Freunde! Hallo! Ich glaube, 28 ist das Einzige, was wir haben, weil hier hinter uns keine Bücher sind. Also, bäm! Schärfe, Rückstoß, Verbrennung. Yeah! Das ist ein cooles Schwert. Wobei mir der Rückstoß nicht so gut gefällt, aber Schärfe 3 und was war das? Verbrennung? 2. Yo, das ist okay. Das ist... Was man hier noch so alles drin findet, ne? Der absolute Hammer. Haben wir eigentlich noch Obsidian? Ne, haben wir auch nicht, ne? Sonst hätte ich uns noch schnell eine Dings gebastelt. Eine... Es ist Dunkelkiste. Ne, eine Enderkiste. Die wir hier jetzt hätten aufstellen können und dann hätten wir unsere Sachen auch nicht verloren, wenn wir gestorben wären. Aber das haben wir jetzt nicht. Gut, dann haben wir es halt nicht, ne? Dann ist das eben so. Hier haben wir noch einen Bogen. Heftig. Und jetzt möchte ich mal gerade ganz kurz die falsche Taste drücken. Optionen... Grafik... Texture Pack. Und dann möchte ich das normale Basic Package wieder draufhauen. Und dann warten wir einfach mal eine Runde, bis es geschieht. Sehr schön, es ist geschehen. Ich freue mich. Okay. Kann ich hier wieder rausgehen und wieder meinen Timer vorschieben quasi im Handy? Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Da ist es. Okay. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal schauen. Das haben wir jetzt alles und dann sieht es hier gleich schon wieder viel anders aus. Aber ich möchte nicht sagen, es sieht hässlicher aus. Sondern fast schon irgendwie ein bisschen schöner. Ich weiß auch nicht. Ich mag das Texture Pack von Honeyball einfach. Und ich bin froh, dass wir bei dem hier geblieben sind. So, jetzt aber nochmal zur Übersicht. Kaktus braucht kein Mensch, den pissen wir da einfach hin. Die Werkbank nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Dann brauchen wir uns keine basteln unterwegs.